Culinara Villingen-Schwenningen. Ein Einkaufserlebnis auf 3500 Quadratmetern. Bei uns finden Sie über 30.000 Artikel. Und nicht nur das. Wir tun alles dafür, dass sich die Kunden bei uns wohlfühlen. Alles frisch, alles lecker. Fisch, Fleisch, Wurst. In unserer Fleisch- und Wurstabteilung holen Sie sich die Frische und Qualität direkt in die eigene Küche. Culinara. Gutes Essen und Trinken aus erfahrener Hand. Informieren Sie sich auf www.culinara.com. Liebe Zuschauer von NQ-TV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Das Eis ist heiß. Im Gespräch sind wir heute mit Rob Henniger und Philipp Schlager. Philipp, ihr habt gestern 3-1 gewonnen in Heilbronn. Super Sache, gratuliere. Damit führt ihr jetzt auch mit 3-1 in der Serie. Fühlst du dich heute um einiges leichter? Ja klar, ein Sieg tut immer gut. Und wir sind jetzt 3-1 vorne, das heißt, wenn wir noch eins gewinnen, dann ist Heilbronn fertig und ja, jetzt geht's aber trotzdem morgen weiter und schauen, wie es morgen wird. Mm-hmm. Rob, you're really like playing really strong right now during the playoffs. Do you like the pressure and the challenge? Ja, Rob, wie schaut's aus? Du spielst brutale gute Playoffs bis jetzt und ja, gefällt dir der Druck und die Herausforderung? Yeah, the playoffs are always a fun time to play. Games, every game matters. A little different than regular season, so you know, I try to set my game up for playoffs and try to contribute any way I can. Also er sagt, die Playoffs ist natürlich was Schönes zu spielen und er mag die Herausforderung sehr und er versucht halt einfach das Bestmögliche aus ihm rauszuholen. Mhm. Philipp, jetzt bist du wieder dran. Ja, du hast das 2-1, das entscheidende Tor, das 2-1 geschossen im ersten Playoff-Spiel. Ganz, ganz wichtig. Du hast im Moment sehr flinke Beine. Man sieht dich überall auf dem Eis rumwirbeln. Du spielst die Heilbronner geradezu schwindlig. Woher kommt diese Playoff-Form? Oder merkst du es selbst, dass du so in Top-Form bist? Ja, man versucht halt einfach, sich vorher schon auch immer mental und auch körperlich darauf vorzubereiten auf die Playoffs und da kommt es halt drauf an und das ist genau mein Spiel, ist einfach immer nur Playoffs, das ist, ich liebe das und ja, da macht es einfach Spaß. Klasse Sache. Rob, Heilbronn plays really aggressive and they kind of try to destroy your guys' game. Do you feel the same way? Is that the difficulty? Sorry, wait. Was war's? Also Heilbronner spielt ziemlich aggressiv und machen auch ein paar versteckte Fouls immer und ja, wie findest du die Sache? Yeah, they're a very aggressive team. We knew that going into the playoffs that they were going to try to get us off our game. They're a good hockey club. We've got to respect them. You know, they're physical, they play hard and they're not going to go away easy, that's for sure. Also sagt er, wir wussten das schon, dass die Heilbronner sehr aggressiv spielen und aber wir, das ist halt einfach, in Playoffs ist es so, man muss damit umgehen und ich glaube, das machen wir bis jetzt ganz gut. Mhm. Philipp, die Heilbronner, die sind jetzt wirklich, es ist schon eine harte Nuss. Also ich schaue mir auch gerade die Spiele an und die Fans, die fiebern mit und es ist ganz toll, was er da unten auf dem Eis vollbringt. Aber man sieht natürlich auch, dass die Heilbronner ganz schön faulen und das sieht man auch an den Strafzeiten. Erst gestern wieder saßen sie ja recht oft wieder auf der Bank. Sind die jetzt so ein bisschen unfair auch? Ja, die versuchen halt auch alles Mögliche, um uns irgendwie aufzuhalten. Und aber das ist das Gute, da sieht man halt, dass wir halt einfach vom Spielerischen halt dann doch noch ein bisschen stärker sind, weil die müssen uns faulen, um uns zu stoppen. Und wenn der Schiri gut ist, dann ist das auch gut für uns. Rob, tomorrow you guys can make the fourth point, which means you would win the series. So how is it? Is it like really hard to make the last point? Ist es am schwersten, den letzten Punkt zu machen oder welcher Punkt ist jetzt am schwersten zu machen? Yeah, it's always the hardest game to win. I think trying to get the fourth win is the most difficult. We're at home, which is nice. So hopefully we can close it out tomorrow. Also er sagt, es ist am schwersten, gerade den letzten Punkt zu machen, aber er hofft es natürlich, dass es jetzt zu Hause klappt. Ja, Philipp, wenn ihr jetzt Heilbronn aus dem Weg geschafft habt, dann kann ja gar nichts Schlimmeres mehr kommen, oder? Ja, Playoffs sind immer verrückt, aber es ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, wäre dann getan.
Aber für Selbstbewusstsein wäre es doch fantastisch, gerade so einen schweren Gegner zu schlagen und zu wissen, dass man den geschlagen hat. Dann ist man ja auch, also lieber vielleicht am Anfang einen schweren Gegner, als mit einem leichten anzufangen, oder? Ja, das ist sicher richtig. Wir haben uns ja einen halben Runden in der Saison schwer getan. Mhm. Aber ich denke, in den Playoffs ist kein Gegner irgendwie zu unterschätzen oder leicht zu nehmen. Mhm. Rob, you guys won on the road twice, but back home you guys had some difficulties. Is it easier for you guys during that time to play on the road? Ist es im Moment einfacher, auswärts zu spielen, vielleicht auch wegen dem Druck? Sometimes the road's nice to play on just because you change your game and you keep things simple. You don't try to do too much. In the playoffs, that's kind of why you have success, is when you keep your game simple and stick with what works. Sometimes at home you try to do a little bit too much for the fans, mm-hmm. and stuff, so that's why we have a little bit of trouble, but I don't think it should be a problem. Okay. Also Rob sagt, dass es manchmal fast einfacher auch ist, auswärts zu spielen. Man kann bestimmte Dinge ausprobieren und man versucht nicht auch für die Fans jetzt sich nochmal extra reinzuhängen. Und also insofern ist der Druck etwas geringer. Ja, Philipp, mal ganz ehrlich, gestern, also ich war natürlich am Live-Ticker, war eine harte Sache für meine Nerven. Ihr wart 0-1 zurück im ersten Drittel. Also ihr könntet ja theoretisch direkt bei 0-1 immer anfangen gegen Heilbronn. Ja? Das können wir ja am Donnerstag gleich so machen. Beim Ende dreht er das Ganze ja sowieso wieder um. Oder hast du vielleicht doch dran gezweifelt, dass es daneben gehen könnte? Hast du gestern gezweifelt? Nee, gezweifelt habe ich nicht, nee. Ist halt immer blöd, wenn man 1-0 zurückliegt und an dem müssen wir echt arbeiten, aber schauen wir mal. Wir versuchen es morgen anders zu machen. Ja, vielleicht lieber nicht, weil nicht, dass es dann nachher noch anders ausgeht. Okay, Rob, last question for you. What do you think, what's tomorrow's score? Rob, was denkst du, wie geht's morgen aus? Yeah, tomorrow, I don't really can't predict a score, but I think hopefully we, any score for me, as long as we win, I'm happy with. So hopefully we come to and play well and get the win. Okay. Rob sagt, also er kann das Ergebnis jetzt nicht vorhersagen, aber egal wie sie gewinnen, Hauptsache sie gewinnen. Und ja, das möchten sie natürlich unbedingt machen. Und Philipp, wie sieht's bei dir aus, so ergebnistechnisch? Hast du da was schon im Gespür? Nee, gar nicht. Aber was sagt? Auf jeden Fall wieder ein enges Spiel werden, denke ich. Oder man kann es nie wissen, wie Heilbronn jetzt die ganze Sache nimmt. Die sind jetzt 3-1 zurück. Die haben natürlich im Kopf, dass sie jetzt noch 3 Spiele gewinnen müssten, um uns zu schlagen. Und was für uns bestimmt ein kleiner Vorteil ist. Ja. Und man wird sehen. Waren die denn gestern, hat man das vielleicht am Ende vom Spiel so ein bisschen gemerkt, dass sie moralisch gebrochen waren? Ich meine, ihr habt ja im zweiten Drittel innerhalb von 5 Minuten das Spiel komplett für euch entschieden und habt das dann gut nach Hause gebracht. Waren die am Ende so moralisch gebrochen, vielleicht auch von der Körpersprache her? Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Die haben jetzt auch, war ja 2-1 gestanden und die haben dann trotzdem noch die Möglichkeit gehabt zum Ausgleich. Mhm. Gut, na, wo dann das 3-1 gefallen ist, ins leere Tor waren die auf jeden Fall gefrustet. Man hat es auch gesehen mit den Aktionen, was sie dann noch gemacht haben. Und naja, schauen wir mal. Ja. Man hat ja gesehen, so auch bei den Heimspielen, dass es da schon große Spannung gab, so zwischen Rossi und also schon allein, wenn die Trainer in die Pause gelaufen sind. Und Heilbronner hat immer noch mal gern irgendwo so seinen Schläger dazwischen gehalten. Provozieren die euch jetzt total oder gibt es da Probleme mit denen oder gab es da schon früher irgendwie so einen großen Konkurrenzkampf mit denen? Ja, so kann man das jetzt nicht sagen, aber das ist halt einfach, es sind Playoffs und da wird alles versucht, um irgendwie den Spieler mental und auch physisch zu ermürben, sagen wir so. Okay. Also Philipp, ich danke euch. Ihr habt noch eine Auswärtsfahrt in den Knochen, habt jetzt schon wieder trainiert. Thank you, Rob, for giving me this interview today. Und jetzt gibt's noch eine kleine Nervennahrung hier für die Spieler. Das geht jetzt mit in die Umkleide, Philipp. Greift da mal rein und dann morgen geht's richtig rund. Und liebe NQTV-Zuschauer, kommen Sie alle ins Stadion, unterstützen Sie die White Wings. Es wird bestimmt sehr spannend. Und ja, liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute hier aus der Helios Arena mit Philipp Schlager und Rob Henniger.